Affe Hauben Kapuzinierer für Animals Tiere Natur Selmgensi Seltsamgensi. Autor D. Seltsamgensi. Der gehaubte Kapuziner oder Haubenkapuziner, Capus apella, ist eine Primatenart aus der Gattung der Kapuzineraffen innerhalb der Neuweltaffen. Gehaubte Kapuziner erreichen eine Kopfrumpflänge von 40 bis 44 cm und eine Schwanzlänge von bis zu 48 cm. Mit durchschnittlich 2,9 kg sind Männchen deutlich schwerer als Weibchen, die durchschnittlich 2,1 kg erreichen. Das Fell dieser Tiere ist überwiegend gelbbraun bis rötlich gefärbt, die Arme, die Beine und der Schwanz sind dunkler. Die Oberseite des Kopfes ist ebenfalls schwarz. Über den Ohren ist jeweils ein nicht sehr gut sichtbarer Haar vorhanden, dem die Tiere ihren Namen verdanken. Charakteristisch sind die schwarzen Streifen. Die Färbung des Gesichts variiert von rosa bis Verbreitung und Lebensraum eckige Klammer auf bearbeitete Klammer zu. Gehaubte Kapuziner sind in Südamerika, vor allem im Amazonas, beheimatet. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst das südliche Kolumbien, das östliche Peru, das nördliche Bolivien, Teile des nördlichen und mittleren Brasiliens, Guyana, Suriname und Guyana sowie kleine Randgebiete in Ecuador und Venezuela. Auf der venezolanischen Isla Margarita gibt eine kleine, isolierte Population, die von den nächsten Beständen 100 Kilometer entfernt, möglicherweise vom Menschen besiedelt wurde. Lebensraum dieser Art sind Wälder, weil sie anpassungsfähig sind, in zahlreichen Waldstücken können. Von Regenwäldern, Rück- und Savannenwäldern. Lebensweise und Ernährung Klammer auf bearbeiten, Klammer zu. Gehaubter Kapuziner in Nordbolivien. Gehaubte Kapuziner sind tagaktive Bewohner, im Geäst bewegen sie sich vierbeinig fort. Der Schwanz ist greiffähig, vorwiegend bei der Nahrungsaufnahme oder beim Hin- und Herunter eingesetzt. Sie leben in Gruppen von 10 bis 20 Tieren, die aus mehreren Männchen, Weibchen und dem gemeinsamen Wuchs bestehen. Beide Geschlechter entwickeln eine Ordnung, dem dominanten Weibchen, mit Ausnahme des Männchens auch alle anderen Männchen, geordnet. Die Rangordnung kommt unter anderem in Zug, Nahrungsressourcen und Vorrechten bei der Fortpflanzung zu tragen. Die Nahrung dieser Primaten ist und abhängig vom Lebensraum und der Jahreszeit. Wichtigste Nahrungsbestandteile sind Insekten, Blätter, Knospen und Nektar. Pflanzliche Nahrung macht über 80% aus, an tierischer Kost nehmen Insekten manchmal auch kleine Wirbeltiere, Frösche, Echsen oder Vögel zu sich. Fortpflanzung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer. Der Impuls zur Paarung geht vom Weib, dass sich seinen Partner grundsätzlich suchen kann. Die meisten Jungtiere werden aber von Männchen gezeugt. Nach einer rund fünfmonatigen Zeit bringt das Weibchen ein einzelnes, rund 210 schweres Jungtier zur Welt. Nicht nur die Mutter, sondern auch andere Gruppenmitglieder kümmern sich um es. Nach über einem Jahr wird es bekannt, die Geschlechtsreife tritt nach rund 4 bis 5 Jahren ein. Gefährdung eckige Klammer auf eckige Klammer zu. Zwar werden gehaubte Kapuziner wegen ihres Bisses bejagt und häufiger als südamerikanische zu Heimtieren gemacht, aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und ihres großen Verbreitungsgebietes zählen sie nicht zu den Großarten. Besonderes Augenmerk verlangt die Unterart auf der Margarita, Capus apella margarita. Deren Gesamtbestand wird auf nur 250 bis 300 geschätzt, die IUCN listet sie als sterbenbedroht, Rittichellae endangeredt.